Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Jenny von Einfach Mathe und ich habe heute dieses Video mit dabei. Und zwar möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie man die Stammfunktion von einer E-Funktion sozusagen bestimmt, wenn es eine E-hochlineare Funktion ist. Wenn du wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert, dann würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Wie ich gerade schon sagte, geht es heute ganz konkret um einen Funktionstyp, und zwar e hoch lineare Funktion. Denn für e hoch eine andere Funktion, da brauchst du spezielle Aufleitungsregeln, partielle Integration, Substitution und so weiter und so fort. Die werde ich auf jeden Fall in den kommenden Videos mit dir besprechen. Doch heute sind wir dabei, so etwas wie e hoch 2x plus 1 aufzuleiten. Ich weiß, aufzuleiten sagt man nicht gerne, doch ich benutze das jetzt hier in diesem Video. Wie du siehst, dieses 2x plus 1 ist eine lineare Funktion. Du erkennst es daran, dass kein x eine höhere Potenz hat als x hoch 1. Das heißt, wir haben sozusagen kein x Quadrat hoch 3 oder sonstiges. Wenn dich das also, wie gesagt, interessiert, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt als allererstes einmal mit der Regel an. Also wir haben so einen Aufbau, e hoch lineare Funktion. Wenn du davon die Stammfunktion bilden möchtest oder musst, dann solltest du folgende Regel beachten. Die Stammfunktion wird mit dieser Regel gebildet. 1 durch die Ableitung der linearen Funktion. So, mache ich es mal ganz kurz kenntlich. Mal deine Ausgangsfunktion, also mal e hoch lineare Funktion. Naja, plus c dahinter, dieses plus c, das habe ich dir ja schon in den vergangenen Videos erklärt. Das Ganze ist noch ziemlich theoretisch, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich an diesem Beispiel das Ganze ausführlich mit dir bespreche und danach halt noch ein paar weitere Beispiele liefere, zum Beispiel, was passiert, wenn noch eine Zahl davor steht. So, unsere Ausgangsfunktion ist e hoch 2x plus 1. Laut meiner Regel muss ich ja zunächst einmal Folgendes bilden. Also ich will auf jeden Fall Groß f von x bilden. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie die Ableitung von meiner linearen Funktion. Wir schauen ganz kurz zur Potenz hin. 2x plus 1 müssen wir also ableiten. Das ist relativ einfach, wenn dir das noch zu schnell geht. Schau mal in die Infobox, dort habe ich dir passende Videos zum Thema ganz rationale Funktion ableiten verlinkt. Aber Zahl mal x ist abgeleitet die Zahl selber. Naja, und eine reine Zahl fällt beim Ableiten weg. Diesen Schritt haben wir. Das heißt, das untere haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir nichts anderes als den Kehrwert. Der Kehrwert, denk immer dran, 2 ist dasselbe wie 2 Eintel, und den Kehrwert erhältst du immer, indem du Nenner und Zähler miteinander vertauscht. Das heißt, aus 2 Eintel, wenn ich den Kehrwert davon bilde, bin ich bei 1/2. Und genau diese Zahl, die entspricht jetzt genau dem Teil hier aus der Regel. Und naja, wenn wir jetzt also die Stammfunktion bilden, sehen wir ja, dass wir genau diese Zahl, die wir gerade bestimmt haben, davor mal nehmen müssen. Und dann komplett unsere Ausgangsfunktion dahinter mal nehmen müssen. Also e hoch 2x plus 1 plus c nicht vergessen. Das ist also dann die Stammfunktion von dieser Funktion hier. Ich persönlich mache diese Schritte ganz gerne im Kopf. Und ja, das werde ich jetzt auch bei diesem Beispiel machen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Funktion e hoch 3x plus 1. Wir fokussieren uns als allererstes einmal ganz kurz auf die Potenz. Also auf diese lineare Funktion und leiten 3x plus 1 ab. Die Ableitung von 3x plus 1, relativ simpel, ist 3. Der Kehrwert von 3 ist 1/3. 3 sind nämlich 3 Eintel, oben und unten getauscht, ist 1/3. Du kannst unter jeder ganzen Zahl Eintel dir vorstellen und dann einfach tauschen, wie gesagt. Das heißt, jetzt hier bin ich bei 1/3 mal e hoch 3x plus 1 plus c nicht vergessen. Wie du siehst, oben abgeleitet ist 3, Kehrwert davor mal genommen, mal Ausgangsfunktion, also mal diesen ganzen Quatsch, den wir am Anfang gegeben hatten, plus c. Jetzt habe ich mir überlegt, dass wir noch ein Beispiel ganz kurz besprechen, wo die Steigung dieser linearen Funktion ein Bruch ist. Wir leiten also jetzt hier 1/2 x plus 4 ab. 1/2 x ist abgeleitet 1/2, 4 verschwindet beim Ableiten. Und der Kehrwert von 1/2 ist eigentlich sogar noch einfacher, weil dann diesmal musst du dir keine Eintel drunter vorstellen. Du hast ja schon einen Bruch und du kannst jetzt schon Zähler und Nenner vertauschen. Also 1/2, Zähler und Nenner vertauscht, wir bilden den Kehrwert, sind wir bei 2 Eintel. Naja, und 2 Eintel sind 2 Ganze. Also 2 mal, und jetzt wieder Ausgangsfunktion, e hoch 1/2 x plus 4 plus c dahinter.
Als letztes Beispiel habe ich mir noch überlegt, dass ich gerne mit dir besprechen würde, wenn davor noch eine Zahl mal genommen wird. Das ist gar nicht so viel schwerer. Diese Zahl, die davor mal genommen wird, die übernimmst du im ersten Rechenschritt vielleicht einfach mal ganz kurz, also 6-mal. Und auf diese E-Funktion bilden wir jetzt, oder für diese E-Funktion verwenden wir jetzt unsere altbekannte Regel. Wir leiten also 2x plus 4 ab. Die Ableitung davon ist 2, also 2 Eintel. Wir bilden wieder den Kehrwert, das ist 1/2. Und genau diese Zahl, die nehmen wir davor mal, naja, Ausgangsfunktion, die 6 nicht nochmal, sondern einfach nur die E-Funktion selber, denn wir haben ja nur auf die E-Funktion unsere Regel angewendet. 2x plus 4 plus c. Und natürlich kann man jetzt noch die beiden hier verrechnen. Denk immer dran, 6 ist eine Ab-, beziehungsweise ich verwende immer für Zahl mal Bruch gerne die Regel, dass ich diese Zahl als Bruch erweitern kann und dann die Regel Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner verwenden kann. Also 6 Ganze sind 6 Eintel. Das heißt, danach kann ich 6 mal 1 für oben ausrechnen oder berechnen. Bin dann bei 6, 1 mal 2 für unten sind halbe, 6 halbe sind 3 Ganze. Und weiter abschreiben. So, so funktioniert das Ganze. Ich hoffe, dass dir das Video geholfen hat. Wenn ich, wie gesagt, noch die partielle Integration bzw. das partielle Aufleiten und die Substitutionsmethode besprechen soll, dann schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Du kannst mich auch, wie gesagt, wie immer auf Snapchat, Instagram und so weiter kontaktieren, denn dann gehe ich deinen Videowünschen nach. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Lernen.